Wie ihr wisst, hat der gute Schreinermeister Eder schon recht oft Grund gehabt, auf den kleinen boshaften Pumuckl wütend zu sein. Aber so einen Krach wie diesmal hat's in all den Jahren noch nie gegeben. Es war ein Tag wie jeder andere. Der Meister Eder arbeitete und der Pumuckl schaukelte friedlich in seiner Schaukel. Ab und zu hüpfte er aus seiner Schaukel heraus, um sich eine der Zwetschgen zu holen, die der Herr Eder in einer Schüssel auf die Fensterbank gestellt hatte. Der Meister Eder schaute nur kurz einmal hoch und meinte: Pumuckl, iss fein nicht so viel von den Zwetschgen, nicht das Bauchweh kriegst. Von Zwetschgen krieg ich nur Bauchwohl, nie Bauchweh. Ach, das ist ein gut, ein guter Zwetschgen, die ist wirklich ganz süß, die ich jetzt erwischt habe. Und gib Acht auf den Kern, gell? Der Kern isst niemand gern. Das reimt sich schon wieder. Kern isst niemand gerne. Das reimt sich. Ich spuck sie in die Ferne. Das reimt sich auch noch. Kern isst niemand gerne. Ich spuck sie in die Ferne. Bis zum fernen Stern. Das ist ein schönes Gedicht. Also, dass du die Kern da in der Gegend umeinander spuckst, das brauchst du auch wieder nicht, gell? Kannst du das doch da auf den Sägespänenhafen legen? Nein, das kann ich nicht, weil ja sonst meine schönen Sägespäne voller Kerne werden und meine schönen Kerne voller Sägespäne. Heb den Kern auf, sonst tritt dich drauf und rutsch aus. Das willst du doch auch nicht, oder? Nein, das will ich nicht. Ich hebe den Kern auf und lege ihn auf die Hobelbank. Da! Herrschaftszeiten, da kann ich doch den Kern auch nicht brauchen. Aber in den Hobelspänen kannst du ja auch keinen Kern brauchen und auf der Kommode, da kannst du auch keinen Kern brauchen. Wo kannst du eigentlich Kerne gebrauchen? Nirgends, Pumuckl. Gibt es eigentlich jemand, der Kerne braucht? Na. Aber warum sind dann überhaupt diese Kerne in den Zwetschgen drin, wenn sie keiner braucht? Mein Pumuckl, damit's neue Zwetschgenbäume gibt. Aus Zwetschgenkern wachsen Zwetschgenbäume. Dann will ich jetzt einen neuen Zwetschgenbaum haben. Okay, da musst du aber lang warten, Pumuckl. Komm, wirken weg. Also so etwas Schönes wie ein Zwetschgenwerdebaum darf man doch nicht einfach wegwerfen. Ja, dann hängt dann von mir aus immer ein Hals. Ja, man kann doch einen Kern um den Hals hängen. Kein Mensch kann das und ein Kobold kann das auch nicht. Außer, jetzt weiß ich was Tolles. Du machst mir eine Kette. Machst du mir eine Kette dran? Nein. Das habe ich mir gleich gedacht, dass du das nicht tun willst. Aber vielleicht machst du mir eine Halskette ohne Zwetschgenkern. Geh zu, Halskette, das drang doch nur Mädel. Und Kobolde, weißt du, alle meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen haben Halsketten getragen. Und du tragst keins, Punkt. Gut, dann werfe ich den Kern auf den Boden. Punktum. Pumuckl, lass das sein. Gut, dann lege ich den Kern in dein Bett. Dann weg. Ein Zwetschgenbaum aus deinem Bett und du kannst nie mehr darin schlafen. Und den zweiten Kern, den lege ich in die Küche und dann wächst gleich neben dem Herd noch ein Zwetschgenbaum und überall lasse ich Zwetschgenbäume wachsen. Hier neben der Säge und hier neben der Hobelbank. Pumuckl, gib jetzt ein bisschen Ruhe. Nein, ich gebe keine Ruhe. Eine Kundschaft kommt. Lass das mit den Kernen dabei, bitteschön. Ja, das sieht ja sonst so aus, als hätte ich alle Kerne nur so in der Gegend rumspucken. Ja, aber wenn die Kundschaft ein bisschen wartet, dann gibt's doch Zwetschgenbäume. Pumuckl, ich hab dich ein bisschen auf den Arm genommen. Wieso auf den Arm? Es wird aus einem Zwetschgenkern bloß ein Baum, wenn man ihn in die Erde steckt, sonst nicht. Ach, und ich hab mich schon so gefreut, dass die... Da hast du deine dummen Kerne! Und so landeten ein paar Kerne wieder auf dem Boden, und der Meister Eder gab ihnen schnell mit dem Fuß noch einen Stups, so dass sie ins Abfallholz kullerten, gerade noch bevor die Frau Gruber mit ihrem Töchterchen Erika in die Werkstatt trat.
Beide, der Meister Eder ebenso wie der Pumuckl, war nicht gerade rosig, aufeinander zu sprechen, aber das wäre schnell vorübergegangen, wenn nicht durch die Frau Gruber und die kleine Erika etwas Neues hinzugekommen wäre. Etwas, das zunächst weder mit Zwetschgen noch mit Zwetschgenkernen etwas zu tun hatte. Die Frau Gruber gab dem Meister Eder den Auftrag, ein kleines Schreibpult für die Erika zu schreinern, das genau unter das Fenster des Kinderzimmers passen sollte. Und die Erika wusste ganz genau, wie sie das Pult haben wollte. Sie konnte es sogar ein bisschen aufzeichnen. Ja, ganz genau kann ich mir das vorstellen. Da soll man einfach die Schulbücher reinstecken können und da soll eine Schublade mit dem Schlüssel hin. Ein Geheimfach, gell, Erika? Und der Schlüssel dazu soll so klein sein, dass ich ihn da an mein Armband noch hinhängen kann. So klein? Ja, du, Erika, das wird nicht gehen. Außerdem hast du doch an deinem Armband lauter so schöne Silbersachen hängen. Da passt ja so ein Schlüssel, auch wenn er ganz klein wäre, gar nicht dazu. Das ist doch alles echt Silber, nicht wahr? Ist es immer zum Geburtstag und zu Weihnachten, da schenkt dir die Oma einen silbernen Anhänger. Bald geht schon nichts mehr hin. Mei, sind die wunderschön. Der kleine Pudel da und der Bierkrug. Den schiefen Turm hier, den hat mir der Papa von Pisa mitgebracht. Mein Mann ist dienstlich viel unterwegs und da schaut er natürlich auch immer, ob er nicht sowas zum Hinhängen mitbringen kann. Ja, dann brauchst du ja eine extra Schublade für deinen Schmuck, Erika. Ha, Sie täten mir gefallen, Herr Eder. Den Schmuck, den bringen wir leicht vorerst noch in ein Schachtel. So, dann gehen wir mal darüber und suchen uns das Holz aus. Als Mutter und Tochter nach ungefähr einer Viertelstunde weggingen, saß der Pumuckl in seiner Schaukel und schaukelte so hoch er nur konnte. Hey, Pumuckl, hey, fall mir nicht raus. Nein, ich falle nicht hinaus. Nichts fällt nirgends hinaus. Alles fällt nur hinunter und hinein. Und mir fällt manchmal etwas ein. So, ja. Was denn? Vielleicht einmal was Gescheites. Zum Beispiel die Zwetschgenkerne aufheben. Zwetschgenkerne? Oh, Zwetschgenkerne, die sind ja ganz langweilig. Ich hebe sie sogar gleich auf und tue sie zum Abfall. Ja, ich brauche auch gar keinen Baum mehr. Ja, das ist mir auch lieber. Ich brauche keinen Baum. Ich brauche nur noch Raum für einen schönen Traum. Oh, Muckl, wenn du so weiter schaukelst, wirst du ja nur seekrank. Ich weiß nicht, ob ein voller Zwetschgenbauch die Schaukelei verträgt. Ein voller Bauch verträgt das auch. Guck, das reimt sich schon wieder. Und alles, was sich reimt, ist gut. Ja. Ist ein nettes Kind, die kleine Erika, gell? Kleine Erika. Ja, das ist ein sehr nettes Kind. Und ein Schreibpult mit einem Geheimfach zum Absperren will es haben. Ja. Ansprüche stellen Kinder heutzutage. Und einen Schlüssel will es allebei bei sich tragen am Kettel. Einem sehr schönen Kettel, einem sehr schönen Deckel und Herzl und Krönung, die reinste Erlkettel. Naja, also mich täte ja so ein Gebammel am Abend nervös machen. Ja, mich täte es überhaupt nicht nervös machen, mich täte es lustig machen, ja, sehr lustig sogar. Du, jetzt fang nicht wieder mit dem Thema Kettel an, gell? Hast ja selber gesehen, dass sowas nur Mädeln anhaben. Ja, das habe ich gesehen, das habe ich sogar ganz genau gesehen. Und außerdem, das muss ich da auch sagen, ich hätte für sowas gar kein Geld. Das läppert sich nämlich ganz schön zusammen, was sowas kostet. Ja, und weil du kein Geld hast und weil ich ein Kobold und kein Mädchen bin, kriege ich auch gar nie so schöne Sachen. Gar nie. Verlass dich drauf. Ja, dann verlasse ich mich eben darauf. Obwohl man sich da gar nie auf gar nichts verlassen kann, nicht wahr? Ja, und außerdem muss der Mensch auch nicht alles haben. Ja. Und der Kobold auch nicht. Und der Kobold auch nicht. Und der Kobold auch. Schau, ich verkneif mir ja auch allerhand. Ich hätte auch lieber eine Musiktruhe als meinen alten Radio. Und wenn ich die großen Farbfernseher in die Schaufenster sehe, dann denke ich mir manchmal, ob ich mir sowas nicht einmal leisten soll. Aber man wird ja nicht glücklicher, wenn man alles hat. Es muss allerweil was zu wünschen übrig bleiben. Ja, immer was zu wünschen. Also ein Kettel zum Beispiel. Ja, oder ein Gamsbart am Hut oder sowas. Das wollte ich schon als Junge und habe allerweil noch keinen. Also einen Bart an einem Hut, das würde ich mir überhaupt nie wünschen. Nein. Ich würde mir ja nicht mal einen Bart an einem Kind wünschen. Ja, das ist ja ganz was anderes. Die dümmsten Gartenzwerge tragen ihre Bärte nicht auf dem Hut. Ja, das verstehst du nicht. Aber wie gesagt, es lebt sich auch ohne genauso. Ja, ohne Gamsbart, sicher. Aber ohne, also manchmal lebt sich's viel lustiger mit Zwetschgen. Ja, und dass man nicht zu viel isst, gell? Aber darfst schon noch eine nehmen. Und ich muss jetzt da weiterarbeiten. Der Pumuckl holte sich noch eine Zwetschge und setzte sich dann auf die Kante seines Bettes.
Dabei ließ er es sich sehr angelegen sein, die kleine Bettdecke besonders glatt zu streichen. Eine etwas verwunderliche Beschäftigung, aber der Meister Eder achtete nicht darauf. Plötzlich wurde die Werkstatttür aufgerissen und die Frau Gruber kam herein. Herr Eder? Ja, Frau Gruber, haben Sie was vergessen? Sagen Sie mal, bei Ihnen hat doch die Erika ihr Armkettchen noch angehabt, nicht wahr? Ja, freilich, sie hat mir's doch voller Stolz gezeigt. Stellen Sie einer vor, das Kettel ist weg. Na, sowas. Hat sie es verloren? Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das zugegangen ist. Das Kettel hat doch einen Sicherheitsverschluss. Von allein konnte es gar nicht aufgehen. Vielleicht ist die Erika wo hängen geblieben. Ich meine, dass das Kettel abgerissen ist. Die Erika sucht jetzt weinend die ganze Straße ab. Oje. Herr Eder, bei Ihnen kann es nicht runtergefallen sein. Ja, da können wir auf alle Fälle mal schauen. Gesehen habe ich zwar nichts, aber oft fällt sowas runter, wo man gar nicht dran denkt. Wir können ja einmal suchen. Also, da sind wir gestanden, ja. Aber da ist nichts. Nein, da ist nichts. Aber schauen wir mal in die Hobelspänen. So weit ist doch Erika gar nicht rübergegangen. Ja, könnte ja sein, dass man es mit dem Fuß weggestoßen hat. Aber da ist auch nichts. Ich glaube, wir können die Sucherei bei Ihnen aufgeben. Hier ist das Kettel nicht. Also, wenn es da sein sollte, Frau Gruber, dafür garantiere ich Ihnen, dass Sie es wiederkriegen. Aber Herr Eder, daran zweifle ich keinen Augenblick. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich da in der kleinen Schiffsschaukel irgendeinen Mechanismus, bei dem man so hin und her schaukelt? Nein, da bin ich bloß hinkommen. Ja, also das tut mir jetzt furchtbar leid. Also entschuldigen Sie die Störung, Herr Eder. Bütchen, vielleicht findet sich das Kettel doch noch. Ach, ich habe wenig Hoffnung. Also, Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen, Frau Gruber. Oh, das schöne Kettel. Jetzt ist es weg. Pumuckl, sag mir's gleich. Hast du da irgendwie deine Finger im Spiel? Meine Finger? Das kann ich dir nicht nur gleich, sondern das kann ich dir sogar sofort sagen. Meine Finger haben gar nichts im Spiel. Pumuckl, verleg dich nicht drauf, jetzt irgendwelche Wortspielereien zu machen. Du weißt genau, was ich meine. Hast du das Kettel? Aber du siehst doch, dass ich kein Kettel habe. Schau mich doch an. Nirgends habe ich ein Kettel. Auch nicht irgendwohin versteckt. Bütchen Pumuckl, sag's gleich, wenn's so ist. Ich schimpf nicht, wenn's das gleich sagst. Ja, aber ich kann doch nicht was sagen, bloß damit du nicht gleich schimpfst, oder? Du, sowas ist kein Spaß, sondern schlicht und einfach Diebstahl. Diebstahl, die Diebstahl ist ein komisches Wort. Stiebstahl, Triebstahl, der Diebstahl. Also findest du nicht auch komisch? Heißt das so, weil ein Dieb in einen Stall kommt, wenn man ihn erwischt? Nein, das hat mit dem Stall überhaupt nichts zu tun, sondern mit Stehlen. Und wenn du das Kettel jetzt hast, nachher ist es gestohlen. Sag noch einmal, hast es wirklich nicht? Also immer soll ich alles haben. Wer weiß, wo die dumme Erika das Kettchen verloren hat. Na. Die soll doch besser Obacht geben. Überhaupt. Sollen Kinder keine so feinen Sachen haben. Weil Kinder ja auch nicht alles haben müssen, nicht wahr? Mhm. Das hast du selber gesagt. Du hast gesagt, dass immer was zum Wünschen bleiben muss. Und jetzt hat die Erika wieder was zum Wünschen. Und bald wird sie merken, dass sie sich ohne Kettel genauso gut lebt wie mit Kettel. Ja, du hast aber gut aufgepasst vorhin. Naja, ich passe immer gut auf. Sehr gut sogar. Also zum letzten Mal. Ja. Du hast weder das Kettel noch ein Anhänger, noch sonst was. Doch, sonst was habe ich schon. Was? Ich habe schrecklichen Durst, habe ich. Und ich muss schnell einen ganz großen Schluck Wasser trinken. Halt! Ja, halt, nicht trinken! Du hast doch gerade Zwitschgen gegessen. Drum habe ich gerade Durst. Das Wasser ist gut. Erst nicht gleich auf. Du kannst ja einen Magen zerreißen. Ich habe doch gar nicht viel getrunken. Na, das halbe die Glasel voll. Hoffentlich geht das gut. Mensch, da kommt die Erika ganz verweint über den Hof gelaufen. Jetzt sucht sie wahrscheinlich den ganzen Hof ab. Pumuckl, du könntest dein gutes Werk tun und ihr unsichtbar ein bisschen suchen helfen. Nein, das kann ich nicht. Ich bin nämlich kein Sucher, sondern ein Versteckekobold. Menschen suchen viel lieber als Kobolde. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß dich, Erika. Bitte, Herr Eder, und Sie haben das auch mit mir gefunden. Nein, Erika, leider. Ich habe überall geschaut, aber bei mir ist das Kettel ganz bestimmt nicht. Aber darfst gern selber noch einmal nachschauen, wenn du willst. Da hast du einen Besen, damit kannst du überall drunter fahren, dass wir wirklich nichts übersehen haben. Nie mehr wieder kriege ich so ein schönes Kätzchen. Ja, vielleicht findest du es doch noch. Vielleicht gibt's jemand im Fundbüro ab. Das glaube ich nicht.
Die Milchfrau hat gesagt, solche Sachen geben die Leute nie ab, wenn sie es finden. Nein, nein, also das darf man nicht sagen. Es gibt auch ehrliche Leute auf der Welt. An die Ehrlichkeit soll man schon ein bisschen glauben. Doch komm, Erika, machst du Zwetschgen. Danke, Herr Eder. Warum schaukelt denn die Schaukel immer? Nein, die reagiert auf jeden Luftzug. Haben Sie eine Puppe? Nein, warum? Weil da ein Puppenbett steht. Was für eine lustige Bettdecke. Au! Was hast du denn? Wenn ich die Bettdecke angerührt habe, hat mich was gezwickt oder gestochen. Ist das Bett denn ein Nagelkissen? Eigentlich nicht, aber es kann schon sein, dass dich da was gezwickt hat. Ich gehe jetzt wieder. Ich halte dir den Daumen, dass du dein Kettel wiederfindest. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Erika. Also, Pumuckl, das hätt's jetzt auch nicht gebraucht, dass du gleich loszwickst, nur weil die Erika ein bisschen an dein Bett hingekommen ist. Ich mag das nun mal nicht, und wenn ich was nicht mag, dann zwicke ich und dann... Ah, oh, oh, da zwickt mich was, da zwickt mich was. Aufhören! Mich zwickt das in meine Bauch, da ganz, ganz innen drin. Da, oh. Ja, siehst du, das hab ich nicht gesagt, Wasser und Zwitschgen. Aber du kannst ja nicht folgen. Oh, mich zieht es ganz zusammen, oh, und mich zieht es gar nicht mehr auseinander. Ja, es wird jetzt keinen kleinen Durchmarsch geben. Komm, Pumuckl. Ich will keinen Durchmarsch. Ich will ja nicht mal einen Durchspaziergang, will ich. Es zerreißt jetzt meinen Magenbauch, oder? Nein, komm. Vielleicht ist es gut, wenn du dich gleich ein bisschen hinlegst. Komm, da leg dich in dein Bett. Nein. Da leg ich mich nicht hinein. Es zwickt mich jetzt schon fast gar nicht mehr. Geh, ich sieh dir's doch an. Ganz kasig bist du im Gesicht. Komm her. Nein, nicht. Ja, aber warum denn nicht? Hochheben. Nicht hochheben, das Betttuch da. Da liegt ja das Kittel. Ja, da liegt ja. Sehr komisch. Das Kettel liegt ja da. Die Pumuckl? Oh, mein Bauch. Pumuckl? Ich muss schnell rausgehen, ganz, ganz schnell. Nein, das musst du jetzt nicht. Doch, aber die Zwetschgen wollen alle wieder zum Hals. Das ist mir wurscht. Du hast also das Kettel gestohlen und dann hast mir frech ins Gesicht gelogen, wo ich dich fast gebittet habe, dass du die Wahrheit sagen sollst. Ja, aber ich hab doch das Kettel gar nicht gehabt, mein Bett. Hat doch das Kettel. Red kein so saudummes Zeug daher. Stohlen hast es. Und das ist mein kleiner Pumuckl, mein Hausgeist. Und ich glaube ihm. Ich habe es doch gar nicht gestohlen. Ich habe es doch nur aufgehoben. Red nicht. Und zum Dieb hättest mich jetzt fast gestempelt. Nein, das hätte ich ganz bestimmt. Die kleine Erika wollte schon das Plimo hochheben. Was meinst, was passiert wäre, wenn sie es hochkommen hätte und das Kettel wäre da gelegen? Da wäre es gelegen, versteckt. Von wem wohl? Doch bloß von mir ist ja sonst keiner da als ich. Ja, aber ich habe doch die Erika noch rechtzeitig gezwickt. Mhm, wenn du dir das jetzt auch noch als Verdienst anrechnest. Nein, nicht die... Oh, mein Bauch, ich sterbe gleich. Fast gleich bin ich mausetot. Das ist mir wurscht. Und von mir aus zerreißt dich. Was das für mich bedeutet, wenn die Erika zu ihrer Mutter sagt, der Eder hat das Kettel versteckt gehabt. Und wenn die Frau Gruber weitererzählt, der Eder stiehlt. Ja, aber ich hätte es doch wieder zurückgegeben. Ich wollte es doch nur so ein kleines bisschen. Hör jetzt mit der Lügerei auf. Kein Wort will ich mehr von dir hören. Ja, aber ich hab doch... Ich will dich überhaupt nicht mehr sehen. Nie mehr. Unter meinem Dach ist kein Platz für einen Dieb. Weg da mit der Schaukel und weg mit dem Bett. Nein, bitte nicht. Ja, und jetzt bringe ich das Kettel zurück. Und heute lüge ich mich das letzte Mal aus einer Verlegenheit raus, in die du mich bringst. Ich sage, ich hab's auf dem Hof gefunden. Und bis ich zurückkomme, bist du verschwunden. Verstanden? Mir ist so schlecht. Ja, wird das schon wieder besser werden, wenn's unsichtbar bist. Ich muss raus, ich brauch Luft, sonst passiert was. Bitte, ich sterbe. Such da jemand anders, der Mitleid hat mit dir. Bis ich wiederkomme, bist du weg. Verstanden? Das hab ich doch gar nicht so böse gemeint. Das habe ich doch bloß versteckt, damit die Menschen was zu suchen haben. Kobolde verstecken nun mal gern und Kobolde hüten gerne Schätze. Alle Klabauters haben immer Schätze gehütet. Jawohl, in Höhlen. Jawohl, in Betthöhlen. Und jetzt soll ich gehen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hingehen soll. Aber ich gehe. Jawohl, ich gehe. Ich will kein bisschen mehr hier bleiben.
Es gibt ja viel liebere Schreiner und auch viel schönere Schreiner und auch größere Schreiner. Und wenn ich nicht mehr sichtbar wäre, dann kriege ich auch kein Bauchweh mehr und keine Zwetschgen und keinen Hunger und kein Bett und keine Schaukel. Ich will das alles auch überhaupt nicht mehr haben. Nie mehr! Nie mehr! Nie mehr. Und jetzt gehe ich, jawohl, ich gehe einfach fort, gehe ich. Und ich komme nie mehr wieder. Nie mehr. Ja, und dann ist der Pumuckl weggegangen. Über den Hof, am Kastanienbaum vorbei und zum Hoftor hinaus auf die Straße. Als der Meister Eder von der Frau Gruber zurückkam, die Freude der Erika über das wiedergefundene Kettchen könnt ihr euch wohl vorstellen, da lag noch das Bettchen am Boden, und als der Herr Eder sich kurz umsah, wusste er gleich, dass kein Pumuckl mehr da war. Es war vollkommen still im ganzen Haus. Der Meister Eder nahm ein Brett, maß es sorgfältig ab und begann es zurechtzusägen. Nur ein einziges Mal wischte er sich über die Augen, kurz und energisch. Das war alles. Der Pumuckl aber ist nach dem Krach zum Hof hinausgelaufen und dann die Straße entlang getrottet und hat vor sich hingemault. Und überhaupt, es gibt noch viel liebere und viel bessere und viel schönere Schreiner, jawohl, wo viel mehr Holz und viel mehr Sägespäne ist. Und ich brauche gar kein Bett. Es ist viel bequemer, unsichtbar zu sein. Und schaukeln kann ich auch auf... ich will überhaupt nicht mehr schaukeln. Nein, das ist ja langweilig. Mach doch keinen solchen Lärm da! Ich kann ja sonst nicht hören, ob irgendwo eine große Schreinersäge sägt. Ich will nämlich dahin gehen, wo eine Säge sägt. Aber wartet nur, ihr dummen Autos. Gleich gehe ich in eine ganz, ganz kleine Straße, wo es ganz, ganz wenig Autos gibt. Und da werde ich dann einen feinen Schreiner finden, der noch gar keinen von meinen feinen Späßen kennt. Und wo es dann sehr lustig wird. Jawohl, sehr lustig. Der kleine, unsichtbare Pumuckl lief kreuz und quer durch kleine und große Straßen und guckte in viele Hinterhöfe, aber nirgends fand er eine Schreinerwerkstatt. Schließlich war er im Kreis gelaufen und stand gar nicht weit von Meister Eders Werkstatt entfernt vor der Eckwirtschaft, wo der Herr Eder sich ab und zu mit befreundeten Handwerkern bei einem Glas Bier trifft. Dem Herzen von Pumuckl gab es einen kleinen Stich und er blieb unwillkürlich stehen. Sie haben immer gelacht, diese dummen Leute, wenn Meister Eder was vom Pumuckl gesagt hat. Aber ein paar Mal haben wir zuletzt gelacht. Die Sache am 1. April damals. Und, hey, da kommt ja, das ist ja der Herr Schmidt. Der hat immer ganz besonders viel gelacht. Da gibt's vielleicht jetzt wieder für mich was zu lachen, wenn ich... Ich glaube, ich muss gar nicht unbedingt Hobelspäne haben, sondern vielleicht mal Autospäne oder Motorspäne. Ganz bestimmt gibt es in einer Autowerkstatt auch irgendwelche Späne. Und ich lerne nicht nur schaukeln, sondern ich lerne auch Autofahren. Und überhaupt muss der Herr Schmidt ein bisschen geärgert werden. Also jetzt schnell, schnell ihm nach. Hui, hui. Und schon lief der Pumuckl dem ahnungslosen Herrn Schmidt nach. Der Herr Schmidt betreibt eine Autowerkstatt gleich zwei Straßen weiter und er wohnt, ähnlich wie der Meister Eder, im ersten Stock über der Werkstatt. Der Herr Schmidt ging zuerst in die Werkstatt und dann in die Wohnung. Nun, die Werkstatt mit ihrem Geruch nach Benzin und Öl war nicht ganz nach Pumuckls Geschmack und so lief er schleunigst mit in die Wohnung. Da gefiel es ihm schon wesentlich besser. Genau gesagt, es gefiel ihm so gut, dass er auf der Stelle wieder Lust am Schabernack bekam. Und zwar fing er mit einem seiner ältesten Späße an, dem Schlüsselverstecken.
Der Herr Schmidt hatte die Werkstatt abgesperrt und sagte oben in der Wohnung zu seiner Frau: Elli! Elli! Ja? Ich muss jetzt noch einmal weggehen, das Auto vom Dings vom, na, wie heißt er denn gleich? Bittermeier wahrscheinlich. Ja, von dem, also das kann er abholen. Ich muss schnell in die Bergstraße, da ist einer hängen geblieben mit seinem Wagen. Irgendwas mit der Kupplung. Ja, ja, geh nicht so, ich bin ja da. Ja. Ja, Herrschaftszeiten, wo sind denn meine Autoschlüssel? Nein, wo werden sie denn schon sein? In deiner Hosentasche? Nein, in der Hosentasche sind sie nicht. Ja, nachher wirst du sie im Mantel haben. Im Mantel? Na, du, da sind sie auch nicht. Jetzt geht's so, hast doch noch ein zweites Paar Schlüssel. Die hängen vorne im Gang. Im Gang nix hängt da im Gang. Jetzt mach mich da nicht narrisch, ich hab's doch selber hingehängt. Ja, das ist schon möglich, selber hingehängt. Geht, weiß der Teufel, wo du das hingehängt hast, aber nicht daher. Du. Und überhaupt, hast ja du einen Wagenflitz gehabt. Ich? Ja, du. Na ja, aber ich kann ja mal in meine Handtaschen schauen. Die Frauen und ihre Handtaschen. Was da alles drin verschwindet. Also in meiner Handtasche sind die Autoschlüssel nicht. Ja, Himmel, Donnerwetter, es können doch nicht gleich alle zwei Paar Schlüssel verschwunden sein. Das gibt's doch nicht. Ja, wirst du es halt in der Werkstatt wieder, wer weiß, wohin gelegt hab. Nein, ich weiß ganz gewiss, dass ich es in der Werkstatt nicht, wer weiß, wohin gelegt hab, nicht wahr? Ich weiß ganz bestimmt, dass ich die Autoschlüssel noch vor der Wohnungstür da in der Hand gehabt hab. Weil ich nämlich versehentlich mit dem Autoschlüssel die Tür aufsperren wollte. Also, wo du über deinen Kopf hast. Jetzt rat nicht, wo mein Kopf ist, sondern hilf mir suchen. Die Schlüssel müssen da sein. Jetzt fahr mich doch nicht so an. Oh, da sind sie ja. Oh. Unterm Schrank schauen sie vor. Da. Unterm Schrank? Ja, wirst du hinkommen. Ja, also, mir pressiert's. Bis später. Servus, Elli. Ja, ich komm ja schon. Mein Gott. Elli, die Werkstattschlüssel habe ich nicht. Ich muss noch was aus der Werkstatt holen. Du, die muss ich in die Küche auf den Tisch gelegt haben. Ja, was? Elli, hast du die Werkstattschlüssel weggeräumt? Ich? Ja, du bist gut. Ich hab ja die Schlüssel überhaupt nicht in der Hand gehabt. Ja, Himmel, Donnerwetter, jetzt wäre aber narrisch. No. Wo sind jetzt die Werkstattschlüssel? Na, vielleicht suchst du gleich am Boden. Ach, mir tut ja nur der Menschleid, der auf die warten muss. Ja, das Mitleid kannst du sparen. Wo hast du den Schlüssel hin? Wenn ich dir sage, ich habe ihn nicht. Aber vielleicht suchst du gleich ein bisschen systematischer. Wo bist du gestanden und wo hast du was rausgeholt? Ja, wo bin... Moment. Ein Bierglasl habe ich rausgeholt. Na, also, dann hast du die Schlüssel vielleicht in den Schrank gelegt. Ach, zerstreut, wie du bist. Da ist er ja. Tatsächlich, im Geschirrschrank. Da, aber jetzt geh endlich. Ja, Himmel, Donnerwetter, wer läuft denn da so narrisch? Ja, Moment, ich komm ja schon. Aha, und schon wieder keiner da. Lauf, Burm, Elendige! Jetzt brauchen wir Zigaretten. Ja, wo hab ich's denn? Ja, jetzt bist du noch immer da. Was suchst du denn schon wieder? Ich steh da vor, meine Zigaretten sind weg. Ach, wenn du jetzt auch noch anfängst, deine Zigaretten suchen, dann wächst deine Kundschaft auf der Straße an. Red nicht so lang, schau halt auch. Steh doch nicht so rum, Elli. Oh, du hast heute einen feinen Tag. Die kann man halt wohin lassen. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich der Pumuckl da ins Fäustchen gelacht hat. Überflüssig zu sagen, dass er auf die Klingel gedrückt und die Zigaretten in den Papierkorb geworfen hat. Der Meister Eder hat den ganzen Tag wie wild gearbeitet. Er hat sogar Arbeiten in Angriff genommen, die noch ein paar Wochen Zeit gehabt hätten. Und während des Arbeitens redete er sich heftig ein, dass es doch ungeheuer angenehm sei, nicht immer von einem Kobold gestört zu werden. Nur nach Feierabend, da nützte ihm dieses Einreden wenig. Es war so unheimlich still im Haus. Selbst das aufgedrehte Radio half nichts. Denn schließlich kann man mit einem Radio nicht reden. Da fiel dem Meister Eder der Stammtisch ein. Er zog seinen Mantel an und ging in die Eckwirtschaft vor. Und tatsächlich waren sie alle versammelt, der Schlosser und der Spengler und, ja, der Mechaniker Meister Schmidt.
Ja, der Eder. Kommst du auch einmal wieder? Bis gut beieinander. Ja, gut. Ja, die sieht man ja gar nicht mehr. Hast viel zu tun? Ja, an Arbeit viel's nicht. Ich weiß eh, wie das ist. Mein Eder, heute habe ich an dich gedacht. An mich? Warum? Ja, eigentlich weniger an dich als wie an dein Kuhbuckel, oder wie er heißt. Geh hör mal mit dem auf. Du wirst doch die Spinnerei mit dem Kobold nicht aufgeben haben, Eder. Doch, die habe ich aufgegeben. Ah, okay. Und wie das? Jetzt, wo wir uns alle so schön an dein Sparen mit dem Du-Buckel gewöhnt gehabt haben. Ja, mei, alles geht einmal zu Ende. Du, aber ich glaube, ich habe ihn von dir geerbt, Eder. Was? Was? Ja. Also, was heute bei mir alles los war, nicht zum Beschreiben. Kein Schlüssel war zu finden, die Zigaretten waren weg, ich weiß gar nicht mehr alles. Und wo wir alle das Zeug gefunden haben, an Stellen, ich schwör's, wo es kein Mensch hingelegt hat. Ach, geweide. Ich bin heute Abend zu euch an Stammtisch, weil wir den schönsten Krach daheim haben. Ja, du, so. Das könnte vielleicht schon sein, dass er bei dir ist, der Pumuckl. Ja. Warst du heute irgendwann einmal da in der Gegend? Ja, da in der Wirtschaft war ich und habe ein Bier geholt. Um wie viel Uhr? So um die Mittagszeit. Ja, um die Zeit habe ich ihn rausgeschmissen. Was? Rausgeschmissen? Hör auf mit dem Kram. Nein, das war kein Kram, verhaftig nicht. Die Geschichte hätte mich beinahe um meinen guten Ruf als ehrlichen Menschen gebracht. Okay, mach Witz. Ja, was du nicht sagst, ich erzähl, komm. Also das Dichterl von der Kundschaft hat ein Armbandel gehabt. Mhm. Ein silbernes mit vielen Anhängern, wisst schon. Ja, ja. Und das war plötzlich weg. Also jetzt wird's spannend. Ja, wir haben überall gesucht, nix. Und wie ich allein war, habe ich einen Pumuckl gefragt. Der hat ganz scheinheilig getan. Und dann war das Armband in seinem Bett. Okay, geh hör auf. Wir sind doch kein Kindergarten. Ja, also Eder, du bist einmalig. Ja, das kann man wohl sagen. Ich erzähl's ja nur, damit der Schmidt weiß, was ihm bevorsteht. Eder, ich frag heute Abend dein Pumuckl, ob das wahr ist. Ja, das wirst du fragen. Und sag ihm gleich, dass ich ihm bei dir einen guten Aufenthalt wünsche. Du, schau Schmidt an, was er für ein Gesicht macht. Ja. Der ist im Stand und glaubt's. Woher denn? Aber wenn ihr das erlebt hättet, was ich heute erlebt habe, ihr tät's auch an alles Mögliche glauben. Leid, dann trinkt mir einen auf den Quartierwechsel vom Kuhbuckel. Ja, das war aber Prost. 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 Sie tranken recht kräftig, die Herren vom Stammtisch. Am meisten aber der Herr Schmidt, der das Unbehagen, vielleicht doch einen Kobold zu Hause zu haben, hinunterschwemmen musste. In vorgerückter Stunde kam er nach Hause. Die Schlüssel nimmt er mir nicht weg. Weil ich die jetzt da herhänge, an den Schlüsselhaken. So, da. Und die Autoschlüssel sperre ich in das Kastel da. So. Und den Schlüssel von dem Kastel, den nehme ich mit in mein Nachkastel. Wollen wir da sehen, ob da ein Pumuckl ist oder nicht? Hast gehört, Pumuckl? Sag's doch gleich, wenn's da bist, nachher reden wir ein Wörterl miteinander. Und zwar ein deutliches. Brauchst nicht meinen, dass ich so ein Theater mitmach. Ich bin nämlich nicht so deppert wie der Eder. Zu dem passt sowas narrisch wie der Kobold. Aber zu mir nicht. Verstanden? Verstanden? Sag mal, was redst denn so laut da heraus? Du wächst dann ja aus dem tiefsten Schlaf. Elli, ich rede für den Fall, dass wir einen Kobold im Haus haben. So, und ich rede jetzt für den Fall, dass du zu tief im Bierkrug reingeschaut hast. Mach schleunigst, dass du in dein Bett kommst. Sonst bist morgen den ganzen Tag grantig. In Ordnung, ich muss nur noch einen schönen Gruß ausrichten. So, von wem denn? Vom Eder. An mich? Nein. An den Pumuckl einen schönen Gruß und er wünscht ihm einen guten Aufenthalt bei uns. Und jetzt ist aber genug, gell? Ja. Schlaf deinen Schwips aus und nachher immer weiter. Aber nicht von so einem blöden Koboldsquatsch. Wenn die Frau Schmidt geahnt hätte, dass der Pumuckl bei dem Gespräch mithörte, hätte sie das vom Koboldsquatsch nicht gesagt. Dem Pumuckl standen auch prompt ein paar Haarbüschel vor Empörung zu Berge. Aber nicht nur Empörung war im Pumuckl, sondern noch etwas, das ein bisschen wehtat. Der Gruß von Meister Eder. Als das Ehepaar ins Bett gegangen war, hockte der kleine Kobold in der Ecke von der Couch im dunklen Wohnzimmer
und es war ihm alles andere als behaglich zumute. Das ist gar kein schöner Gruß, das ist ein dummer Gruß und ein dummer Wunsch. Einen guten Aufenthalt. Ich will gar keinen guten Aufenthalt, sondern einen lustigen will ich ja wohl bei netten Leuten und nicht bei Leuten, die Koboldswatch zu mir sagen. Blöder Koboldsquatsch. Denen werde ich's zeigen. Euch werde ich's. Morgen früh werde ich euch zeigen. Und jetzt will ich schlafen. Wo kann man denn hier schlafen? Keine Sägespäne da, kein Bett, gar nichts. Kein bisschen nach Holz riecht es hier. Ohne Holz können Kobolde gar nicht schlafen. Obwohl ein Einschlafgedicht was nützt. Beim Dichten bin ich schon sehr oft eingeschlafen. Jetzt fange ich an zum Dichten. Ich will schlafen, Augen zu. Ich will träumen, flugs im Nu. Ich will schnarchen, bis zum Morgen in der Früh. Ein schönes Einschlafegedicht. Ob Automachermeister Gedichte mögen? Meister Eder hat alle Gedichte hat der Meister Eder sehr schön gefunden. Jawohl, alle. Fast alle. Meister Eder ist gar nicht deppert. Und ich bin gar nicht was Narrisches, was bloß zu ihm passt. Ich passe überall hin. Wohl? Überall. Nicht nur zum Meister Eder. Ihr werdet es morgen schon sehen, wo ich überall hinpasse. Der Pumuckl schlief in der Nacht nicht sehr gut und seine Träume drehten sich alle um eine gewisse Schreinerwerkstatt. Aber auch der Meister Eder schlief nicht sehr gut und wenn er eine Weile wach lag, drehten sich seine Gedanken um einen gewissen Kobold und ob der wirklich beim Stammtisch Freund Schmidt war. Und wenn irgendetwas im Haus knackte, dann horchte der Meister angestrengt, ob es nicht der Pumuckl sein konnte, der wieder leise heimgekommen war. Einmal stand er sogar auf und schaute in das Pumuckl-Bett, aber es war leer. Der Meister Eder drehte es in seinen großen Händen hin und her und stellte es dann entschlossen wieder auf seinen Platz und murmelte. Ist gut, dass das vorbei ist. Ich bin ein alter Mann und da braucht man sehr Ruhe. Morgen trage ich das Bitterl auf den Speicher aus, vorbei. Oder was vielleicht noch besser ist, ich bring's dem Schmidt mitsamt der Schaukel. Noch hab ich's los und der Pumuckl kann machen, was er will, wenn er dort ist. Wenn nicht, naja, nachher ist's auch wurscht. Am nächsten Morgen hatte der Pumuckl eine Menge zu tun. Ein weiches Frühstücksei kullerte auf den Boden, die Kaffeetasse flog um und ergoss sich über das Kleid von Frau Schmidt, während dem Herrn Schmidt der volle Marmeladelöffel auf die Hose fiel. Dann fand der Herr Schmidt den Schuhlöffel nicht und die Schnürsenkel gingen dreimal wieder auf und eine Schublade ging um die Welt nicht zu, weil sich was verklemmt hatte. Die Autoschlüssel waren da, aber das Feuerzeug war wieder weg. Das Ehepaar Schmidt war so nervös von all dem, dass sie sich richtig in die Haare gerieten, bis der Herr Schmidt plötzlich sagte, Elli, es hat doch keinen Sinn, dass wir uns dauernd anblären. Das geht alles nicht mit rechten Dingen zu, das sage ich dir. Das ist doch alles nicht normal. Jetzt hör doch mit dem Schmarrn auf, nicht normal. Blau warst gestern und heute hast du einen Datterich um 5 Daumen, das ist alles. So? Ja, und was hast denn du? Wir müssen heute früh das Ei runtergefallen. Und wer hat denn die Tassen umgeschmissen? Ja, weil du mich so konfus machst. Ja, und dein Bruschen? Hast du ihn inzwischen gefunden? Nein, aber die finde ich schon und verlass dich drauf. Du, Elli, an den Topfdeckel ist kein Mensch hinkommen. Ich hab direkt gesehen, wie er gestoßen worden ist. Ja, jetzt hör doch auf damit. Willst denn du mich ins Irrenhaus bringen? Der Topfdeckel ist halt schief da gelegen. Das ist nicht der erste Deckel, der runterfällt. Wenn jetzt auch noch das Dauerklingeln anfängt, wie gestern nachher? Nix Dauerklingeln. Wer sehen, dass ein Kunde vor der Tür steht? Ja, der Herr Eder. Grüß Gott, Frau Schmidt. Sie kommen mir gerade recht. Kommen Sie nur rein. Sie haben ja meinem Mann einen sauberen Floh ins Ohr gesetzt. Was Gescheites fällt euch am Stammtisch nicht, ey?
Mein Mann ist ja von Natur aus schon so abergläubisch. Und jetzt verzeihen Sie ihm so einen Quatsch von einem Kobold. Seitdem fällt bei uns alles nunter, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das tut mir natürlich leid. Servus, George. Servus, Franz. Was treibt denn dich schon in aller Früh zu uns, hä? Ja, ich weiß nicht. Das wird man der Frau jetzt verübeln. Aber es könnte ja sein, dass was nutzt. Was haben Sie denn da für ein Puppenbett? Ein Pumuckl-Sens. Herr Eder, also das geht mir jetzt doch ein bisschen zu weit. Ihr könnt ja einen Spaß mit mir treiben, aber für dumm verkaufen lasse ich mich nicht, gell? Es gibt keine Kobolde und damit aus. Ja, dann stellen Sie halt das Bettel als Zierde auf. Ich weiß ja auch nicht gewiss, ob der Pumuckl wirklich da ist. Aber wenn, ja, dann hat ja das Bettel da viel mehr Sinn als bei mir. So, und wie wär's, Herr Eder, wenn Sie Ihren Kobold mitsamt dem Bettel gefälligst wieder mit heimnehmen? Und zwar auf der Stelle. Na, der soll nur ausprobieren, wie es woanders ist. Ja, aber nicht bei uns, gell? Nehmen Sie das Bettel wieder mit. Wissen Sie, Frau Schmidt, der Pumuckl kann schon nett sein auch. Sehr nett sogar. Sie, wenn Sie ihn sehen könnten, ich glaub, Sie wären ganz narrisch damit. Ich kann und will ihn aber nicht sehen. Ja, Sie müssten ihn nur dazu bringen, dass er sich hier irgendwo einzwickt oder dass er an irgendeinem Papp hängen bleibt. Dann wird er für Sie sichtbar. Wissen Sie, wenn den kleinen Kerl nie mehr irgendein Mensch sehen könnte, Sie, das wäre schon schade. Herr Eder, Sie waren noch nie... Sagen Sie mal nicht besser, bei einem Nervenarzt? Nein, und ich hoffe auch, dass Sie ihn nicht brauchen, wenn der Pumuckl wirklich da ist. Herr Eder! Na, jetzt kommst nicht ihr auch noch in Streiten. Franz, lass das Peterl da. Ich hab eine Idee, wie man dein Kobold einfangen. So? Wenn's ihn wirklich gibt, nachher ist er bei der Ordnung. Aus dem Peterl mache ich eine Art Mausefalle, verlass dich drauf. Und wenn ihn hab, dann verschick ihn per Luftpost nach Amerika. Na. Komm, gib mir das Bettel da lieber wieder mit. Nix da. Ich mag keine Ruheheiten, Schorsch. Und ich mag mir euren Unsinn nicht mehr länger mit anhören. Ich geh. Und ich komm erst wieder, wenn's ihr mit eurer Spinnerei aufhört. Die Frau Schmidt lief davon und ließ zwei verlegene Männer zurück. Aber noch jemand lief mit davon. Der Pumuckl. Wie er das Wort Mausefalle gehört hat und dass er als Luftpost verschickt werden sollte, packte ihn ganz einfach schreckliche Angst. Zu Recht. Denn dem Herrn Schmidt war das bitter ernst. Als Mechaniker wusste er, wie man Mausefallen macht. Der Meister Eder versuchte, ihm das Bett wegzunehmen, aber der Herr Schmidt war schneller. Er sperrte das Pumuckl-Bett in einen Kasten und steckte den Schlüssel ein. Dem Meister Eder blieb nichts anderes übrig, als nach einiger Zeit wegzugehen. Er machte sich auf dem Nachhauseweg die bittersten Vorwürfe, und er hoffte inbrünstig, dass der Pumuckl das Gespräch gehört hatte und somit gewarnt war. Als der Meister Eder in die Werkstatt kam und die leere Stelle sah, an der zuvor das Bettchen gestanden war, seufzte er tief. Saudumm war das von mir, dass ich das Bettel zum Schmidt getragen habe. Saudumm! Der ist im Stand und zwickt den Pumuckl so ein, dass er halber zerquetscht ist. Hoffentlich ist er nicht beim Schmidt, der Pumuckl. Der ist zufällig hier. Ja, Pumuckl. Ja, aber ich war beim Schmidt und dort war es sehr schön. Aber wenn du sagst, dass man mich einzwicken soll, dann ist es nicht mehr schön. Na. Das ist sehr böse von dir, solche Sachen zu erzählen. Ich bin doch keine Maus. Und ich will doch nicht nach Amerika. Und schon gar nicht als Paket. Aber Pumuckl, das habe ich doch gar nicht wollen. Ich hab das Bett doch nur gebracht, weil ich mir gedacht hab... Und ich hab das Kettchen von der Erika auch nur versteckt, weil ich gedacht hab... Nein, das war ganz was anderes. Ich hab dich rausgeschmissen, weil du beinahe meinen guten Ruf als ehrlichen Mann ruiniert hast. Ja, aber das hab ich doch gar nicht gewollt. Du wolltest mich ja auch nicht als Maus einfangen lassen. Und mein Bett wird jetzt eine Mausefalle. Und ich wollte doch so gerne wieder drin liegen. Ich habe die ganze Nacht ganz dumm geschlafen. Nur weil ich in mein Bett wollte und meine Schaukel. Und ich habe ein Gedicht gemacht. Ein Einschlafgedicht. Jetzt die Schaukel wollte ich eigentlich auch dem Schmidt noch bringen. Damit er auch noch Mäuse schaukeln lässt. Nein! Dann setze ich mich ja gleich rein und gehe nie mehr raus. Ja, aber wenn du da nie mehr rausgehst, dann musst du ja doch wieder bei mir bleiben. Nein, ich bleibe nur bei der Schaukel. Ach so. Ja, dann, ja, dann muss ich wohl die Schaukel auf irgendeinem Baum hängen. Schließlich haben wir uns doch für immer getrennt. Ja, jawohl, für immer.
eine Schaukel auf dem Baum ist überhaupt nicht gemütlich. Im Winter ist da oft ein scheußlicher Wind. Ja, bist ja nachher unsichtbar. Da macht sowas gar nichts. Und außerdem ist Schaukeln im Wind für einen Klabautermann was Wunderbares. Ja, das ist vielleicht doch was sehr Wunderbares. Aber vielleicht möchtest du gerne mal ein schönes Gedicht hören. Und wenn ich auf einem Baum sitze, dann kannst du es ja gar nicht hören. Ja, ein schönes Gedicht wäre ja auch was Feins. Ja. Hast du überhaupt ein Gedicht auf Lager? Ja, ich habe ein Lager. Ich habe ein großes Lager von schönen Gedichten. Hab ich. Ja, also zum Beispiel so eins. Bin keine Maus, bin lieber zu Haus, bin kein Paket, lieg lieber im Bett. Ja. Kann ja gar nicht wieder in meinem Bett schlafen. Das hat ja der Automachemeister. Ja, wo ich mich doch so gefreut. Ja, musst halt vorerst in die Sägespäne schlafen. Das tust doch auch gern. Ja, also, weißt du, das ist ja ganz wie am Anfang von unserer Bekanntschaft. Weißt du doch damals, ja. Also da kam... Genau, weiß ich's noch. Ja, genau. Aber vielleicht sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Weil wir es noch einmal miteinander probieren. Probieren? Willst du's noch einmal mit mir probieren? Was bleibt mir schon anders übrig? Ja, wird schon sein müssen, dass du da bleibst. Ist da nicht was mit dem Koboldgesetz? Ja, da ist ein Kobold, ein großes Kobold. Also ein Kobold muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Mhm. Das ist ein großes, großes Kobold. Na also, Pumuckl, dann wollen wir uns nicht länger dagegen wehren. Und schleunigst eine Wurst verzehren. Ja. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist immer gut. Ja. Nun ja, da waren die zwei also wieder vereint. Und jeder war froh darüber. Der Mechanikermeister Schmidt aber hat keine Falle aus dem Pumuckl-Bett gemacht, weil er sich vor dem Spott seiner Frau gefürchtet hat. Aber er ist nachts heimlich aufgestanden und hat ganz schnell einen Sack über das Bett geworfen und gewartet, ob was drin zappelt. Natürlich hat sich nichts drin gerührt. Trotzdem hat er den Sack zugebunden und ihn mitsamt dem Bettchen auf den Speicher gestellt. Als dann weder am nächsten Tag noch am übernächsten irgendetwas Ungewöhnliches passierte, glaubte er, vielleicht doch den Kobold gefangen zu haben, schlich sich auf den Speicher und brachte den zugebundenen Sack mitsamt Bettchen zu Meister Eder. Dabei tat er so, als hätte er den Sack nur deshalb um das Puppenbett gewickelt, weil er es nicht beschädigen wollte. So ist nun alles wieder an seinem alten Platz. Klar, musste ja so kommen, sonst würden ja die uralten Koboldsgesetze keine Gültigkeit mehr haben. Und das ginge wirklich zu weit.